In diesem Video geht es nicht um DOM-Manipulation, sondern um eine sehr nützliche, ein nützliches Werkzeug in JavaScript. Und zwar geht es darum, Zeichenfolgen zusammenzusetzen. Das ist oft nützlich, um etwas in die Konsole zu schreiben oder aber auch um Text in eine Website zu integrieren, der aus verschiedenen Werten zusammengefügt wird. Und bis jetzt haben wir gelernt, dass wenn wir eine längere Zeichenfolge aus mehreren Elementen zusammensetzen, dass wir das mit Plus zusammenfügen können. Zum Beispiel Console Log Hello plus 100. Das ist die sogenannte String Coercion. Wenn ich eine Zahl und einen String zusammenfüge, dann kriege ich eine Zeichenfolge. Die Zahl wird dann auch zu einer Zeichenfolge. Oder wenn ich vorher noch ein Leerzeichen will, dann muss ich das so schreiben. Oder hier unten habe ich einen Loop, der zwei Zufallszahlen herstellt in jeder Iteration. Und wenn ich das in die Konsole schreiben möchte, und wenn ich beide Zahlen zusammenzähle, dann kriege ich natürlich nicht x und y separat, sondern wenn ich schreiben möchte, x ist so groß und y ist so groß, dann muss ich das irgendwie so zusammenfügen und das geht ganz gut, aber so etwas kann sehr schnell sehr unübersichtlich werden. Also nicht jetzt in der Konsole, sondern in meinem Code auf Zeile 20. Und für solche Fälle gibt es ein relativ neues Werkzeug in JavaScript und das heißt Template String. Und das geht so, dass du nicht Anführungszeichen verwendest, um einen String zu schreiben, sondern Backticks. Der Backtick, das ist der Akzent, das ist auf der Schweizer Tastatur die Taste links von der Lösch-Taste oben rechts auf der Tastatur. Dort, wo auch der Accent-Circonflex zu Hause ist. Ich schreibe hier my new string gleich und dann zwei solcher Backticks und dort hinein kommt jetzt das, was ich schreiben möchte. Ich möchte die zufällige Zahl x abbilden. Die soll hier stehen. Und dann ein Komma und dann die zufällige Zahl y. Die soll hier stehen. So. Und diese Werte, wenn ich x schreibe, dann kriege ich natürlich das Zeichen x und nicht die Variable x. Und hier kann ich ein Dollarzeichen schreiben und eine geschweifte Klammer. Und jetzt kann ich dort einen Wert hineintun. Also ich könnte zum Beispiel eine Rechnung machen, 1 plus 1. Dann wird das evaluiert, bevor die Zeichenfolge hergestellt wird. Also das wird ausgerechnet und dort, wo das Dollarzeichen und die geschweiften Klammern stehen, das wird dann ersetzt mit dem errechneten Wert. Und bei Y genauso. Dollarzeichen, geschweifte Klammer, 2 geteilt durch 4 und dann abschließen mit dem Backtick. Und dann muss ich das natürlich in die Konsole schreiben, Console Log, my new string. Und jetzt habe ich hier 100 mal, das blaue Zeichen hier ist 100, x 2, y 0,5. Und ich habe jetzt hier diese Rechnungen hineingeschrieben, um zu verdeutlichen, was Evaluation bedeutet. Aber ich kann hier diese Variablen hineinschreiben, x und y. Und jetzt kriege ich das gleiche Resultat wie vorher, dass ich mit Pluszeichen aus mehreren Strings zusammengefügt habe. Kriege ich mit dieser Schreibweise einen String-Output und das ist viel sauberer, viel einfacher lesbar, als wenn ich hier lange Abfolgen von Plus und Anführungszeichen hätte.